meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Games. Ja, zusammen mit unserer Wenigkeit. Jo. Und der liebe Niklas hat ja schon hier das Podest gebaut, das Fundament, wie wir es nennen möchten. Jo, ich habe jetzt offscreen die Fundamente einfach gebaut, vier. Ich habe gedacht... Oh, wir haben hier vier gebratenes Fleisch. Vier gebratenes Fleisch, ja. Wir könnten hier... Und ich muss noch ein bisschen skillen. Ich brauche noch ein paar Points, um ein bisschen zu skillen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt sogar schon Level 6 dadurch. Bau die Wände. Wände bringen so viel XP. Ich weiß, wollte ich jetzt ja auch, aber... Was fehlt mir noch? Hast du einen schon Kopf geskillt oder muss das auch noch sein? Ah, ich habe auch so viele Steine. Doch, ich habe Kopf auch schon geskillt. Soll ich den Kopf auch noch machen? Ja, den brauchte ich nämlich auch noch. Ja, ist der Rad dabei am Herstellen. So, ja. Und für die Leute, die es vielleicht jetzt letzte Folge nicht geschaut haben, ja, da sind wir halt ein bisschen rumgewandert und haben jetzt erstmal nach einem Punkt gesucht, wo wir denn erstmal wohnen können. Ja, wo wir dann erstmal bleiben können. Das war eigentlich sehr wichtig für uns. Björn, ich habe noch 10 Punkte. Soll ich, wir haben ja ein Bett, das könntest du gleich auch schon platzieren. Soll ich schon mal eine Kiste skillen? Ich habe schon eine Kiste. Ach, du hast Kiste schon geskillt, ja dann. Nein, hab ich nur schon, weil von der... Ja, okay, dann reicht das erstmal, weil ich würde ab Level 15 kriegen wir eine große Kiste. Ich würde ja sagen, falls du Steine brauchst, da sind noch welche. Ich bin die ganze Zeit so überladen, ich muss dringend mal ab... Skill mal lieber Narkotika oder sowas. Ja, kann ich noch nicht, das ist Level 10 oder so, meine ich. Ich meine Level 10. Ich könnte den Mörser und Mörser... Nee, Narkotika... Ja, meine ich ja. Okay. Was ist das schon mal Skills? Das wäre dann schon mal... schleunigst, also bald ein Wir haben gesagt, Björn, soll ich mich dann auch noch ums Dach kümmern? Ich Wände und Dach und Fundament und du einfach die Wände und die Tür dann haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Also was soll ich jetzt machen? Dass du dich immer um die Wände und um die Tür kümmerst beim Bauen. Wände, ja, ja, Stroh. Ja, und ja, ich dann halt ums Dach. Aber das Problem ist halt, wenn du eine Holzwand skillen möchtest, musst du zuvor die Strohwand geskillt haben. Und das ist halt das Problem. Deswegen habe ich überlegt, dass wir das dann einfach so machen. Ich habe jetzt aber nicht mehr genügend Points für eine Holzwand. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich brauche jetzt 65 Steine für den Mörser. 65 für den Mörser. Ich habe noch ein paar. Um genau zu sein, 31. Ja, ich habe die alle rausgeschmissen. Ich hatte irgendwie 50 im Inventar, weil ich die ganze Zeit zu schwer war. Ja, ich hab die fallen gelassen. Okay. Ich hab auch gerade nochmal welche. Und, wenn du das mal mit dem Mörser fertig hast, können wir vielleicht mal ganz kurz unseren Zuschauern, das Narkobärenfeld zeigen, was ich gerade eben entdeckt habe. Achso, ja, der Björn, der hat ein Narkobärenfeld gefunden, weil wir haben hier ein paar Nachbarn, ein bisschen weiter hinten rechts den Strand runter. Und ja. Warum nicht einfach die Narkobären nehmen? Ist ja sonst ja langweilig. Und weil wir brauchen ja auch die Narkobären, um jetzt bald mal Tiere zu sammeln. Ja, oh Björn, Björn, du hast doch noch das Leder, ne? Ich bin zu schwer, ich stehe jetzt hier rum und mach gar nichts. Björn, kannst du mir mal bitte alles rüber als hier hinbringen? Achso, jetzt kann ich mich wieder bewegen, alles klar. Gut, warte. Ich schmeiß wieder raus. Warum auch immer, ich habe gerade nur ein verrottetes Fleisch. Okay. So, ich brauche noch das Leder. Ja. 15 Leder brauche ich. Achso, und das kannst du auch noch, dann bekommen deinen Hut. Mein Hut, der hat Dreiecken hat mein Hut. Alles klar. Genau. Wahrscheinlich. Björn, ich habe auch schon das Zündpulver mitgenommen. Das ist zwar noch unnötig, aber später kann man das ja gebrauchen. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das einfach mal mit. So, ich habe jetzt den Mörser gemacht. So, könntest du vielleicht schon mal die Wände machen, damit ich das so nach... Ich habe noch Strohwände, gell? Ja, ja. Erstmal noch Strohwände. Wir skillen dann später. Ich kann zwar schon Holzfundamente machen, aber in der Nacht hatte ich jetzt keine Lust... Holzfarm zu gehen, vor allem wenn du nicht weißt, was dich hier begibt, weil ich werde jetzt erstmal so ein bisschen auskundschaften, was hier so rumläuft. Ich habe auf jeden Fall den Berg so ein bisschen hoch, habe ich auf jeden Fall ein Fetti gesehen, so ein Fettsack, der viel Fleisch bringt.
Du hackst gerade Bäume. Okay, Nika, dann komm mal ganz kurz mit, dass ich dir mal ganz kurz zeigen kann, hier, was ich gesehen habe, dieses schöne Feld. Jo, zeig mal. Was haben wir hier? Da denke ich mal so, was ist denn das Fundamente? Aber wenn du hier mal mit E draufklickst und dann das Ganze mal anschaust, dann siehst du, dass alles Narkobären sind. Jo, alles Narkobären. Die wir uns direkt mitnehmen können. Mach ich auch. Ich hab sie alle. Hast du die aus dem Ding raus? Ja. Würde ich aber auch sagen, wir verpissen uns direkt mal wieder. Ja, die können ja aber weiter wachsen. Ja, kann ja sein. Die wachsen ja aber weiter von den anderen. Und ich würde auch sagen, wir werden unser Feuer nicht so oft anmachen, weil es kann ja sein, dass unsere Nachbarn mal online sind und dann durch das Feuer sehen die uns halt auch, ne? Ja, so, wenn wir uns in der Hütte begeben, dann... ja. Vor unserem Haus werden keine Bäume gefällt, ja? Nicht so wie das letzte Mal, wo wir uns dann plötzlich komplett alles sehen konnten, ne? Das Einzige, was du machen kannst, ist am Strand Palmen farmen. Aber das soll ich erstmal sagen, sozusagen eine Notunterkunft. Das soll ja nicht für die ganze Zeit, oder? Nein, das ist jetzt erstmal eine Notunterkunft. Ich will den Baum im... Gut, du hast schon mal... Du weißt, ich würde die Tür nach vorne bauen, oder? Ja, wo ist denn hier vorne? Hier meinst du, hier hin? Ja, Richtung Strand, oder? Oder willst du die hier Richtung Strand? Hast du Stroh? Wenn du Strand, dann gehen wir bitte unser ganzes Stroh, dein ganzes Holz, alles was du hast. Hier Stroh. Von Stroh und Holz. Hier Stroh, ja. Holz habe ich 31, da. So, dann würde ich den Mörser und Mörtel schon mal platzieren. Das sind auf 7. Den werde ich dann so nah wie möglich hier an die Ecke bauen. Gut, dann machen wir es so. So. So, und da tue ich dann noch direkt mal die ganze Narkobären und das verrottete Fleisch rein, ne? Ich habe ganze 100 Narkobären. Wir werden gleich jetzt erstmal... Ich glaube, ich habe die Tür ein bisschen falsch gesetzt, kann das sein? Nee, egal, wie rum ich es weiß. Das sieht beides gleich aus. Okay, gut. Nein, du hast sie richtig rumgesetzt. So, auf was hast du die Tür jetzt geskillt? Also Stroh. Alles Stroh noch. Nein, ich meine, wir können ja gucken, entsperren, öffnen, abreißen, rein zu an Admin-Zugriff aktivieren oder PIN-Code. Sollen wir einen PIN-Code oder einen reinen Admin-Zugriff? Rein Admin-Zugriff, hab ich jetzt gemacht. Reiner Admin-Zugriff deaktiviert steht da gerade. Was? Achso, nein, hier so aktivieren. Reiner Admin-Zugriff habe ich gemacht, okay. Ja, ich habe den aus Versehen gerade deaktiviert. Willst du noch, du kannst keine Dächer skillen oder sowas schon? Nein, noch nicht. Dafür müsste ich jetzt erstmal Level up werden. Und deswegen farm ich jetzt erstmal noch so ein bisschen. Kannst du die Truhe schon mal platzieren, dass ich mein Invi entleeren kann? Ja. Jetzt sind wir sozusagen erst einmal ein bisschen safe sozusagen, dass wir... Ja, wir sind jetzt so, ja, erstmal so einigermaßen, obwohl man Setch auch sehr schnell abbauen kann, ne? Ich wollte schon die ganze Zeit an diesen Scheißbaum hier im Stein ran, ne? Jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Okay, Truhe ist gesetzt. Ich würde auch ein Lagerfeuer reinmachen. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber ich, ja gut, bauen wir es erstmal ab da. Truhe ist gesetzt. Okay, was packe ich denn da rein? Das Lederfaser. Hält sich auch Fleisch mehr besser in der Truhe, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, nein, ich meine nicht. Da kannst du es auch direkt im Inventar behalten. So baue ich jetzt mal eins hier rein. Brauche noch, hast du irgendwie Steine oder sowas? Ja, ich habe 35 Steine, wie viel brauchst du? Mehr Hälfte, noch nicht mal die Hälfte, auch weniger als die Hälfte, 8 oder so. Ja, ich habe jetzt 11 in die Truhe getan, nimm die einfach raus. Gut. Man sieht gar nichts, so. Ja, dann nehme ich mir ganz kurz, dann kann ich direkt... Ich würde aber, nein, das ist ja erstmal eine Notlösung. Wir machen jetzt, sobald wir genug Holz haben, würde ich das alles aus Holz machen. Entweder... Ja, ja. Ich habe ja genug Holz, ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, ich muss erstmal skillen können. Ja, also ich hab's schon geskillt. Nein, ich hab's schon geskillt. Ja. Ich hab 55 Holz. Du kannst das machen. Das Problem ist, ich brauche pro Holzfundament 80 Holz. Meine ich. Warte, ich guck nochmal. Ja, 80 Holz brauche ich, 20 Stroh und 15 Fasern. Das ist ein bisschen viel. Das sind ja Holzwände, ne? Oder was meinst du jetzt? Nein, Holzfundament. Holzwände kosten, glaube ich, weniger. Sogar. So, Bett haben wir auch schon mal geplantet. Nice. Hier sind Ach so, alle. Holzfundament. Ja, kannst du das Abreißen eigentlich Holzfundament reinmachen? Dann müsst ihr eigentlich auch das erstmal wieder als Abreißen, oder?
Jo, das müssen wir dann alles abreißen. Ja, aber ich werde erstmal genug Holz farmen, in die Truhe legen und dann mache ich das alles einzeln. Ja, ich guck mal jetzt, wir sind so bei 52, 80, ne? Weil wir können uns nämlich, wenn du Map öffnest und P drückst, einen Pin dahin machen, wo du hin willst. Breitengrad war nach rechts, ne? Das ist unser Haus. Du hast eigentlich schon das ganze Narko-Set geskillt, oder? Also alles, was man für Narko braucht. Also wir können rein theoretisch direkt schon ein Tier zähmen. Oder hast du noch keinen Narko-Dings erstellt? Narkotika kann ich noch nicht machen. Habe ich falsch gemacht? Gib mal, wenn du auf Karte gehst und dann P drückst, gib mal 80, 52 ein. Und dann nenn das einfach Haus. Dann hast du nämlich genau, wo wir 80, sind. 52 und dann Wir sind am südlichsten Punkt, den wir nur haben können, eigentlich fast. da ist unser Haus, sicher. Genau, da ist unser Haus, ja. Du kannst das Wobei. nachgucken, indem du einfach ins Bett gehst, aufs Bett drückst und dann siehst du das da unten. Ja, okay, unser Haus ist bei 80,53, aber das ist ja genau dasselbe, ne? Das Problem Ja. ist halt, wir sehen uns leider nicht selber. Aber die Narkobären, die gehen auch langsam wieder kaputt. Ich will mal ganz gucken, ob überhaupt was nachwächst. Ich hoffe mal. Das braucht sehr lange, dass es nachwächst, deswegen sollst du hier vorne die großen Bäume und die Palmen nicht fällen. Du kannst Ich die. meinte die Narko-Bären, ob die nachwachsen. Ah, der Server hängt mal wieder. Oder kann ich einfach nicht sammeln, weil das. Ja, ich konnte einfach nicht sammeln. So, hier war irgendwo so ein Doch, sind Fettsack. wir 3-3 gewachsen. Läuft. Ja, so ein Feld ist halt übelst helpvoll, ne? Das hilft halt richtig. Lass die ganzen großen Bäume, lässt ja alle stehen. Hack nur die kleinen Bäume ab, ja? Ja, von mir aus. Weil wenn du noch nicht auf Damage geskillt hast, bringen kleine Bäume sogar mehr. Oder nee, lass die Bäume generell vor unserem Haus jetzt noch. Selbst die kleinen, weil. Ja, sieht man sonst zu sehr. Wir hoffen nur, da war so ein großer Baum vor uns, vor unserem Haus, nur ich glaube, den hast du gefällt. Was ist? Habe ich gedacht, ich gehe drauf. Björn, bitte nicht. Ich habe auch so eine Schildkröte angegriffen, als ich so eine Bettchen angegriffen habe. Wo bist du? Ist hinter mir her? Warte, ich komme jetzt und Die Betty gucke. ist weg, okay, die Betty ist weg, die Betty ist weg, die Betty ist weg. Ja, Scheiße. die Schildkröte kämpft mit was anderem. Ach ja, und du gehst nicht in den Fluss rein, ne? Nö, Du wieso? weißt ja, warum da nicht reingehen sollst. Das sind überall Mega-Piranhas wahrscheinlich, ne? Vor allem, weil das auch so ein breiter Fluss ist. Guck mal, selbst die Schildkröte fightet jetzt schon wieder. Was denn? Das heißt ja nicht Schildkröte. Ja, mit irgendwas, was im Wasser ist, fightet die. Also nicht unbedingt jetzt noch, aber die fightet noch mit. Die hat. Ja, mit den ganzen Piranhas da. Ja, genau. Deswegen sollen wir. Gehst ja auch am besten nicht ins Wasser rein. Ich will mal gerade gucken, wer gewinnt. Ja, die Schildkröte ist richtig tanky, aber die macht halt nicht so viel Schaden, ne? So. Ich sehe gerade drei Piranhas auf die, oder wie die Dinger auch immer heißen. Es ist so ein bisschen Mega-Piranha. Die überlebt das nicht. Nein, die überlebt das auch nicht. Aber ich würde da auch nicht riskieren, dahin zu gehen, um die zu looten. Ja, sind wieder welche gewachsen. Ich würde sagen, rein theoretisch sollen wir uns versuchen, so einen zu zähmen. Ah, du hast sie Denn alle am Start jetzt. Ich hab mich sind gerade aber übel. dumm. Die können alle nichts. Oh fuck. Björn, ich hab dich gerade geboxt. Box mich einfach nicht. Ja, ich box gerade den Mega-Piranha. Ah, bei mir leckt es, deswegen. Nicht mit dem Speer. Warum nicht? Oh. Also den. Du hast beide gekillt. Nein, geh nicht ins Wasser, geh nicht ins Wasser. Doch, ich muss sie anlocken, dass ich sie killen kann. Warum denn nicht mit dem Speer? Nein, weil sonst du den kaputt machen kannst. Ich kann, aber habe ich nicht vor. Ja, schön.
Aber von denen kriegst du kein Leder, ne? Da würde ich einfach nur mit der Pickaxe draufhauen. Weil das sind halt Fische, die droppen kein Leder. Sind halt Fische, ne? Sind halt Fische. Ich will jetzt noch meine Pickaxe kaputt hauen und farm dadurch auch noch ein bisschen Stroh. Was ist jetzt schon wieder? Wieso? Was soll sein? Weil du gemacht hast. Weil ich bin ja am überlegen, was wir denn jetzt als nächstes tun. Farmen. Und ja, was denn? Ich würde sagen, wir werden dann direkt den ersten Dino zähmen, würde ich sagen. Wir gehen ja, jetzt mal deswegen. Ich würde dir gerne Dino zähmen. Ja, würde ich auch machen. So, dann gehe ich noch kurz mein Inventar leeren. Du musst aber noch den Narkotik-Dingszeug also herstellen. Oder wollen wir es mit Narkobären komplett vollfüttern? Ich würde den ersten, glaube ich, sogar mit Narkobären machen. Weil wir haben noch keinen Narkotik. Das können wir erst mit Level 10 machen. Meine ich. Nee, also ich kann es schon machen. Also ich habe nur kein EP dafür. Ach so, ja, okay. Welches Level bist du? Ich bin Level 6. 6. Ja, gut, dann kann ich das auch machen. Dann farm ich jetzt noch schnell etwas. Ja, ich bin überladen. Du brauchst dafür aber 6 EP. 6 EP? Ja, ich habe noch 4. Kriege ich definitiv hin. So, mein Freund, ich habe jetzt schon mal das erste Holzfundament gemacht, ne? Das gibt nämlich ordentlich EP. Genauso wie Töten ordentlich EP gibt. Weil ich bin nämlich auch kurz vom Level ab. Mir fehlen, glaube ich, noch 200 EP oder so. Problem ist halt nur, vom Bäume farmen kriegst du halt, das kriegst du auch EP, aber nicht so schnell, wie wenn du irgendwas tötest oder so. Björn, wie viel Holz hast du noch? Ich habe meins. Doch, ich habe 9. 9? Wieso? Ja, okay. Ist in der Truhe, hast du in die Truhe noch was Holz gelegt? Ja, da ist noch der ganze Holz drin. Ich weiß gerade nicht wie viel, aber ist auf alle Fälle noch was. Ich weiß nicht, wie viel Holz brauchst du. Ich habe jetzt schon wieder 30. Ich gucken. Björn, wir haben ein kleines Problem. Oben links von uns ist direkt ein Haus, wo wahrscheinlich welche wohnen werden. Wow, wow. Ja, ich werde gleich mal scouten gehen, ob da jemand zu Hause ist. Weil wenn da keiner rumliegt, dann wird da wahrscheinlich auch keiner sein. Meistens sind das verlassene Häuser. Ja, ich kann schon direkt wieder noch ein Fundament haben bauen. Hab direkt 2 Fundamente schon fertig. Schon 6 Narkoti, das ist ja richtig geil. Und die verderben, wenn man die da drin lässt, erst in einem Tag und 9 Stunden. Wann, wenn du die im Mörser lässt? Nein, wenn man die im Pflanzenbeet lässt, erstmal. Ja, dann lass sie doch erstmal wieder da reinlegen. Wir haben jetzt schon 3 Narkotik verloren. Ist doch jetzt wurscht, wenn wir doch jetzt direkt jetzt eins zähmen wollen, dann ist das doch. Okay. Ich habe die Narkobären mitgenommen, warte, ich nehme alle Bären mit. Björn, weißt du was, es gibt ja Mejo-Bären, da habe ich gesagt, die Zähmeffizienz geht, das Zähmen geht schneller, ne, durch Mejo-Bären. Diese pinken, das stimmt nicht. Das geht schneller, dadurch steigt die Zähmeffizienz, also die sinkt nicht so schnell und das heißt, die kriegen mehr Bonuslevel. Okay. Ja, wenn wir diese Folge noch was reißen wollen, würde ich sagen, fangen wir an, oder? Jo, ich wollte mich jetzt auf den Weg machen. Ich habe alle Beeren mit, die ich finden konnte. Ich nehme noch mal die Hälfte Fleisch raus. Ich habe noch ich habe fast 40 Steine, sollte hinhauen. Ich habe 44 Narkobären, also läuft. 44? Ja, ich habe 100, also oder fast 100. Okay, gut, dann nimm noch vom Beet alles mit, vorsichtig, sicher. Ja, das können wir auch nachher immer noch hören. Ja, können wir so viel nachher immer noch machen. So viel Zeit werden wir wohl haben. Sicher? Ja. So, ich habe meinen Wasserbeutel habe ich gefüllt. Na gut, das wird jetzt aber langsam auch wieder dunkel, ne? Ich würde sagen, wir würden uns als erstes so ein Paul zähmen, ne? Jan, wo bist du? Wo bist du denn? Soll ich zum Fluss gehen oder wohin? Ja, ja, du bist in der Nähe von mir, weil ich krieg EP, die ich mit dir teile. Oder die du mit mir teilst. Ja, gut, ich komme jetzt zum Fluss. Okay. Warte mal, ich habe hier am Stein etwas anderes entdeckt. Eine Wasserleitung. Die ist kaputt, okay. Gut, dann wollen wir jetzt noch ein Tier zähmen, oder? Wie sieht das aus? Komm, geh mal los. Welches Tier? Ich würde sagen, so ein Pharasaurus. Nicht kein Trike. Also kein... Wie heißt das Ding nochmal? Kein Dreihorn. Und auch nicht so ein Ding, weil die sind zu...
böse. Also die sind zu stark noch. Ich hört so einen Zähm hier vorne. Der hier vorne schön rumläuft. Und wir müssen den vom Wasser wegtreiben. Am besten irgendwo gegen. Das heißt, ich hau von hier drauf und du von da so ungefähr. Okay. Ich bin da jetzt bereit. Ich würde jetzt schießen. Okay, ich auch. Okay, los. Einer läuft zum Wasser. Nein. So. Wieso läuft er denn direkt zum Wasser? Der doof ist. Er läuft einfach instant durchs Wasser. Sollen wir auch mal die Seite wechseln? Hier ist das Wasser anscheinend... Achso, du bist schon drüben, okay. Wir dürfen aber nur... Oh fuck, Mega-Piranha! Mega-Piranha! Nein, ich schaff das, ich schaff es, ich schaff es, ich komm raus, ich bin draußen. Jojo, Mega-Piranha überlebt. Ja, wir müssen den irgendwo hinkriegen, dass der festhängt. Der wird die Bugs ausnutzen. Nein, nein, das ist einfach so. Das Problem ist halt nur seit einem neuen Update. Versuchen die sich dann irgendwie wieder zu befreien meistens. Warte, ich muss mich regenerieren. Ah ja, Björn, wenn du X drückst, um dich hinzulegen, ne, dann regenerierst du schneller deine Ausdauer. Er ist irgendwo gegen gelaufen, meine ich. Ist er? Nein, der läuft da noch. Nicht mehr so schnell, der kann nicht mehr. Oh ja, der kann nicht mehr. Oder nein, der hat einfach die Aggro verloren oder so. Boxe nicht mit den Händen, Boxe. Schieß drauf. Okay, wir sind jetzt schon sehr weit von unserem Haus weg. Aber das Problem ist halt, diese Viecher sind so blöd, weil die halt immer weiterlaufen, ne? Das sind so richtige Mistdinger. Ich hasse die. Oh, er läuft gegen Stein. Ja, er hängt am Stein fest. Er hängt am Stein fest. Björn, unsere Chance. Greif wieder mit der Hand an. Nein, mit Stein geht schneller. Okay, er ist umgefallen. Du darfst ihn aber jetzt auch nicht hauen, weil dann kriegt er keine Bonuslevel. Ich tue alle Beeren rein, warte. Oh, meine lieben Freunde, das könnte unser erster Dino werden. Alter, wir haben so viele Beeren. Wir haben viel zu viele Beeren. Aber ich glaube, es könnte sein, dass das nicht reichen wird. Welches Level ist der? Der ist Level 16. Nein, das wird nicht reichen. Ich gehe nochmal farmen, behält zu dem im Auge. Ja. Oh, ich hasse das. Ey, was willst du? Fettes Vieh. Hau ab! So unser Dino. Den darfst du nicht haben. Der ist den, oder? Nein, der ist den nicht. Das ist ein Pflanzenfresser. Wollte schon gerade sagen, Alter. Das ist nur so ein fetter Fleischlieferant. Der ist halt nur... Das ist halt ein Pflanzenfresser. Von dem können wir den allerersten Sattel machen. Aber das ist halt... haben, oder was? Ja, den wir jetzt schon machen können, das ist der erste. Den von dem Dings, den Parasaurus, den wir jetzt gerade zähmen, den können wir, glaube ich, erst ab Level 10 machen. Oder Level 8 oder so. Aber auf jeden Fall... Zähmen geht eigentlich relativ schnell. Ja? Ja, okay. Ja, ich farm trotzdem nochmal. Ich farm mir Bambus noch. Ja, farm einfach, ich kümmere mich um den. Soll ich eigentlich den Stein da mal abhacken, der wo da drin hängt? Nee, lass das musst du nicht. So, wenn wir den gezähmt haben, wir wissen ja, wo es zurückgeht, ne? Ich musste sie verachten sowieso ab, weil ich ja wieder Steine bekomme. Ich habe gerade so viele Steine verloren. Ja, okay. Ich hätte überlegt, vielleicht könnten wir auch direkt, wenn wir genug Beeren noch haben, diesen Fiomia töten. Pass aber auf, dass du nicht unseren Dino haust, weil dann kriegt er keine Bonuslevel. Der ist jetzt Level 16 und meistens kriegt er die Hälfte davon nochmal als Bonus dazu. Ne? Das heißt, er könnte dann so ungefähr Level... Ja, was denn? So 6, 7 Bonuslevel kriegt er dann noch dazu. Weil was kriegt er denn, wenn wir was machen? Der hat einfach Zähmeffizienz. Was müssen wir denn ihm geben, damit er Bonuslevel bekommt? Nein, der hat von Anfang an kriegt er 8 Bonuslevel. So, geh mal nicht in sein Inventar rein, sondern guck einfach nur drauf, auf den drauf gucken. So, dann siehst du da unter dem Hunger und so Effektivität. Ja. So, die liegt bei 77,3%. Das heißt, der kriegt plus 6% Level, wenn er uns gehört, ne? Wieso geht das gerade runter? Das geht immer runter. Das wird noch weniger. Es könnte sein, dass wir auch sogar nur 4 Bonuslevel dazu bekommen. Wie macht man das schneller? Wenn der diese Mejo-Bären ist, dann geht die nicht so langsam runter. Die kannst du nicht höher machen. Die kann nur sinken. Okay. Interessant. Ja, das geht die Folge halt ein bisschen länger, aber wenn wir den jetzt gezähmt haben und nach Hause gebracht haben, denke ich,
War es das für die Folge? Ja, dann war es das auch, aber. Ja, der braucht das. Das müssen wir jetzt noch machen, das müssen wir jetzt hier noch. Ja. Das müssen wir jetzt noch bringen hier. Schaffen wir locker mit den Bären. Jo, der Server hat bei mir gerade ein paar kleine Lags. Bei mir haut das gerade ein bisschen rein. Oder wollen wir den jetzt einfach fertig zähmen und in der nächsten Folge schauen, ob wir den fertig kriegen? Weil das Zähmen dauert jetzt wirklich lange. Das ist ja eigentlich komplett unnötig jetzt die ganze Zeit. Jo, das Zähmen dauert echt lange. Ich glaube, ich muss dann meine Grafik. Ja, ich würde sagen, wir werden einfach die nächste Folge starten, wenn wir, sagen wir mal, so gut wie fertig sind. Oder jo, wissen, meine dass wir Freunde, später nicht mehr. Ich bin nochmal Level abgekommen. Solche, ich glaube, ich skill nochmal auf Damage jetzt mal. So, ich kann jetzt Narkotik skillen. Hab ich jetzt gemacht. Mach das. Gut. Hab ich jetzt. Oh gut, dann. Würde ich sagen, war das erstmal eine gute Folge, würde ich so spontan sagen. Wo bist du? Ach, da bist du. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wollen wir uns verabschieden, ne? Ja, da würde ich sagen, das war's dann, ne? Oder wie Björn schon gesagt hat, ja. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao. Dann werden wir, ciao.